Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, hier gibt's so eine kleine, klitzekleine. Ein Ziel mit Maschinenpistolen. Mappe, die wir uns abholen wollen. Ich sehe so. Noch einen Tango. Tango Nummer 3. Hab noch einen, macht 5. Aufpassen, da ist ein Geschütz. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Junge, das ist ja hier gar nicht so schlecht geschützt. Ey, Sniper auf dem Dach. Da ist eine montierte Waffe. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Wir sind bei 15. Gut. Das schreit nach Sniper-Action. Sehr schön. Sehr schön, das war ein Knieschuss. Hey, Sniper auf dem Dach. Zum Glück hat er den nicht gesehen. Ja, also gerade funktioniert's. Es funktioniert ganz gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die 4 hier irgendwie bekommen. Die stehen am Gefängnis. Hä? In welcher Welt sehe ich den denn? Ein Versorgungsheli. Den kapern wir für die Rebellen. Die können sicher was damit anfangen. Mhm. Machen wir dann gleich. Tschüssi. Silencio, marche. Pinche cabrón. Está bien, ganaron. Ya está. Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ich bin kein Verräter.
Aber okay, ich rede. Der Typ hat einen Kartell-Heli preisgegeben. Wir kapern ihn für die Rebellen. Den töten wir mal auf. Weil, ja. Wenn er überlebt hätte und er schiebt zur Wache und das ganze, der ganze Vorort ist halt tot, dann... Ich weiß, wann eine Coca-Lieferung ja, vom Güterbahnhof hier in Tabakal abgeht. Wird Wer das hat Lust, sich die Hände bisschen schlecht für ihn enden. So. Genau, ja, dann machen wir den da mal. Ah, da ist noch eine Datei. Genau. Entschuldigung. Ups. So, eine Karte der Coca-Plantagen und Märkte in der Region Tabakal. Die Anbaufläche für Coca in Bolivien wurde im Juli 1988 gesetzlich festgelegt. 12.000 Hektar legale Anbaufläche wurde genehmigt, um die traditionelle Nachfrage zu befriedigen. Nachdem Santa Blanca in Bolivien Fuß gefasst hat, wuchs die illegal für den Coca-Anbau genutzte Fläche schnell auf das Doppelte der legalen Fläche an. Derzeit liegt das Verhältnis bei 7 zu 1. Ja, krass. So, dann befreien wir die Knaben. Und... Hallo, schon vermisst? Ja. Gerne, alles gut. Ja. Da. Gut, mal schauen wohin. Ich hoffe nicht so weit weg. Ach da. Ja, es geht. Drei Kilometer, das passt. Das können wir bewerkstelligen. So. Tut sich auf jeden Fall ein bisschen schwer zu fliegen. Ist ein bisschen schwammig. Naja, egal. So. Oder der Fels links im Bild. Voll geil. Sowas taugt immer, also solche Felsformationen oder ja, solche Naturschauspiele. Voll schön. Oh, da ist eine kleine Herde. Okay. Den Heli hier und die Rebellen holen ihn ab. Richtig, die stehen ja auch schon da. Jo, und dann fliegen wir gleich zurück. Nach hier. Juhu. Ja, der ist ein bisschen schneller. Das ist echt lustig, also wie viele Helikopter hier sind. der komplette Weltmarkt an Helikoptern oder so befindet sich hier in Bolivien. Ich meine, jedes gefühlt bei jedem zweiten Haus steht eins. Ein Helikopter. So verrückt. Naja, okay, wenn hier ein Kartell ist, dann sind ja alle irgendwie reich.
Oder halt die Reichen sind so reich, dass sie überall einfach so einen Helikopter stehen lassen. Damit, falls sie mal zufällig in dieser Gegend sind, dass auf jeden Fall ein Helikopter da ist. So muss es sicher sein. Ja, das ist Unidad. Damit. Dann versuchen wir das mal auch ganz still und leise zu machen. Das war schon ein bisschen auffällig gerade. Drohne fliegt. Ey, Sniper auf dem Dach. Scharfschütze im Turm. Aber ein drittes Ziel. Das macht 5. Scharfschütze oben auf dem Turm. Okay, da drin sind noch ein paar. Da. Wir sind jetzt bei 10. Dann wollen wir mal Sniper Battle vom Feinsten. Der ist jetzt da. Das war nicht. Haben die das gehört? Sie aufgescheucht. Estoy viendo una patrulla de soldados yanquis. Fuego sobre ellos. Deckung suchen! Kein Kommentar. Oh Mann, ich dachte, das wäre meine. Das wäre meine. Aber. Wo warst du so lange? Aber eine Frage. Warum haben die das jetzt gehört? Ist sowas von. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Ninguna novedad hasta ahora. Mantengan la búsqueda. Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Ein bisschen unlogisch ist das, weil das ist. Diese Seite ist sauber. Es war eine Pistole. Na egal. Egal. Es ist ein Streckenplan für einen Konvoi über die Todesstraße. Wie es scheint, haben sie Geleitschutz. Ich habe einen Namen, Salazar. Bowman, hier wird über einen Kartellleutnant namens Salazar geredet. Haben Sie was zu dem? Ah ja. Jorge Salazar, Madre Cucas Liebling. Wie bitte? Die Geschichte geht ungefähr so. Salazar war 17 und hat auf den Feldern gearbeitet, als Madre Cuca Tabacal übernommen hat. Sie hat ihn direkt ins Herz geschlossen. Er erinnerte sie wohl an ihren Sohn, der etwa in Roches Alter gestorben ist. Sie bot Roche Arbeit an. Roches Vater war dagegen. Also hat sie ihn in einem Reifenstapel gesteckt und angezündet. Roche ist seither ihr Adoptivsohn. Und ihre rechte Hand. Das ist mal echt abgefuckt. Salazar ist der einzige Mensch, dem Madre Cuca wirklich vertraut. Wenn wir ihn schnappen, bricht eine Welt für sie zusammen. Wir tun, was wir können. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Ah, es ist nur falsch bei denen.
Eieieiei. Oh, Waffen. So, was für Waffen haben wir denn? Schulden 9. Ja, AK-12, ne. Nope. Das war's? Okay. Uninteressant. Wo bin ich? Hier bin ich. Da ist noch ein Leutnant, der. Dann würde ich sagen, er. Madre Cocas Leute sammeln jeden Abend die Coca-Blätter von dem hiesigen Bauernhof ein. Ich will, dass sie diese Arschlöcher überfallen und Madre Coca zeigen, dass sich die Spielregeln geändert haben. Mhm, das machen wir doch gerne. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Bereit, dreh auf! Jetzt sind sie wach. Wer? So, dann erkunden sie die Killasia-Coca-Plantage. Das werden wir mal machen. So. Wir landen natürlich wieder ein bisschen oberhalb. So, sollen wir erkunden oder sollen wir töten? Ich glaube, wir sollen töten. Werden wir eigentlich dafür bezahlt? Wie viel bekommen wir dafür? Ich glaube nicht viel. Die Cocaleros scheinen eine große Lieferung für das Kartell vorzubereiten. Das gibt uns die Möglichkeit, Santa Blancas Leute auszuschalten, während sie hier sind. Vorwärts! Hier ist Ziel Nummer 5. Feind gesichtet. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Gut, das sind 10 Ziele. Das klingt nach Töten. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Und es ist sehr weit, weitläufig. Wahrscheinlich da drin. Markiere Feind. Okay, das, ich zähle 15. Gut. Sniper Action! Schön. Nicht schön. Sind so nah zusammen. Ah, das war knapp. Ah, ich weiß, das geht. Das war knapp. Das war eigentlich gar kein. Also, nee. Getroffen hätte ich den nicht. Vogel, aufpassen. Wenn er mich sieht, dann schrei ich. Gut. Das war ein Knieschuss. Nicht tödlich, aber unangenehm. So geht ihr jetzt zusammen. Lass sie doch tun.
Also bei Regen auf so einer Entfernung zu treffen ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Oh, possibly. Oh, hi. Hier ist alles sauber. Wir haben Gesellschaft. Bleibt wachsam. Verstanden. Unterwegs. Lass dich in Position verstanden. Gehen. Unterwegs. Das Ziel. Roger, Ziel markiert. Bin schussbereit. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Der Tango weiß, dass was faul ist. Alles okay, alles okay. Sauber, alles sauber. So, dann den Rest noch. Wir haben Gegner in der Nähe. Nee, wir haben einen Narko mit MP. Das Feld, da. Geschafft. Von denen bekommt das Kartell keine Coca-Blätter mehr. Wir ziehen ab und warten auf die Reaktion. Mhm. Das klingt nach einem Plan. Ist da jemand drin? Nee, wir machen trotzdem auf. Aus dem Prinzip. So, dann holen wir uns kurz die Datei hier oben. Und dann. Hi. Ja. Ich weiß nicht, ob das wieder geblockt wird oder gebannt wird von YouTube. Wahrscheinlich schon. Gut, dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal hier hin. Coca-Blätter von den hiesigen Bauern werden im Güterbahnhof von Tabakal zwischengelagert. Gehen Sie hin und zerstören Sie den Vorrat. Dann haben wir Madre Cookers Aufmerksamkeit. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon. Bin mal gespannt. Also wir ja, zerstören die jetzt. Aber wie reagiert sie drauf? Ist hin, wir haben einen Jammer. Augen auf, Sicarios bewachen den Güterbahnhof. Ja, wenn sonst nichts ist. Wir können weiter. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Jo, zwei Kartellschützen. Ich habe hier ein Coca-Lager. Es liegt außen vor einem der Lagerhäuser. Dem Ziel. Mann, durch seinen Güterbahnhof kann man verdammt viel Ware schleusen. Früher wurden hier Kaffeebohnen für Japa-Kaffee verladen. Jetzt nur noch Coca-Blätter.
Wir müssen den ganzen Bereich nach Koka-Lagern absuchen. Vor allem die Lagerhäuser und das Hauptgebäude. Wenn ihr was findet, vernichtet es. Verstanden. An die Arbeit, Leute. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Feind markiert. Ja, die haben zwei Sicarios. Alles gut. Die haben das nicht gehört. Verdammt, haben die Mörser? Feind gesichtet. Gut, das machen wir dann, wenn alle durch sind. Ich sehe zwei Sicari nahe des Reifenstapels. Hier ist Ziel Nummer 5. So, gut. Bis jetzt klappt alles sehr fein. Da drüben sind nur ziemlich viele. SB-Leutnant, im Hauptquartier. Pass gut auf, wir wissen, dass etwas los ist. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Granate, volle Deckung. Granate an. Aber dann machen wir es halt und das macht 3. Bitte? Oh shit, da kommen sie. Da ist noch ein Tango.
Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Scharfschütze, runter mit dir! Wieso hat mich der Scharfschütze gesehen? Nein. Niemals hinter einem Fass verstecken. Nö? Das war's. Sauber. Gut. Naja. So funktioniert's hat's ja nicht, aber wir sind fertig. Also irgendwie hat's schon. Da ist ein Koka-Lager im Hauptgebäude. Erstes Koka-Lager zerstört. Weiter zum nächsten. Sorry. Schieße! Das? Ja. War's das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Ja, ja. Alles gut. So. Dann hier hinten auch nochmal. Granate fliegt. Nehm das. Ziel ausgeschaltet. Auf zum letzten Lager. Kann ich das benutzen? Da rückt Verstärkung für die an. Oh, dammit. Los voy a encontrar, putos. Okay, da drüben scheinen sie sich zu beruhigen. Entschuldigung. Ich mag den Sniper. Also der, dieser Scharfschütze ist, macht auf jeden Fall überhaupt keinen guten Job. Und ich muss jetzt irgendwie hier rüber. Ich meine, wie oft hätte er uns erschießen können? Antwort? Sehr oft. Sehr, sehr oft. So. Welches Lager ist ganz oben? Hä? Ich sehe hier ein Koka-Lager. Granate fliegt. Vorrat an Koka-Blättern war mindestens 10 Millionen Dollar wert. Das trifft Madre Koka da, wo es weh tut. Im Lager wird's ruhig, alles klar. Okay, es ist alles gut. Gut,
Und wir... Sauber, alles sauber. Ach, Entschuldigung, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Ja, naja, okay. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Construction Wildlands, irgendwie so. Gut, wie komme ich da hoch? Ah, auf jeden Fall von hier. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.